Herzlich willkommen zur Vorstellung des Studiengangs Wirtschaftsinformatik. Wir haben die Chance, 5 Fragen an den Studiengangsleiter, Professor Dr. Jansen, zu stellen. Herr Jansen, wie würden Sie Ihren Studiengang kurz beschreiben? Was ist das Besondere? Ja, wir sind mit der Wirtschaftsinformatik genau an der Schnittstelle zwischen zwei großen Themen, nämlich der Wirtschaft und der Informatik, wie der Name ja schon sagt. Und da hat man natürlich dann immer die Frage, wie sieht es mit den Ausprägungen aus? Orientieren wir uns mehr in Richtung Wirtschaft, was man durchaus in einigen Studiengängen findet, oder orientieren wir uns eher in Richtung Informatik? Und wir haben uns ganz klar an der Hochschule Ruhr-West, nicht zuletzt aufgrund der Anforderungen aus der Wirtschaft, dazu entschlossen, mehr in Richtung Informatik zu gehen und den Wirtschaftsanteil ein bisschen geringer zu gewichten. Das ist ungefähr 60-40 von den Anteilen her. Ja, und haben in der Informatik einen sehr implementierungsstarken Wirtschaftsstudiengang. Und ich denke, das ist genau das, was die Wirtschaft im Moment auch braucht. Und wenn ich mir anschaue, wie gut unsere Absolventen in die Wirtschaft kommen, dann gibt uns das eigentlich nur recht für diese Strategie. Wie viel Praxis steckt in diesem Studiengang? Ja, also wir sind sehr praxisorientiert als Fachhochschule generell natürlich. Das spiegelt sich insbesondere da wider, dass Sie in der Informatik in jedem Semester Veranstaltungen haben werden, in denen Sie nicht nur die theoretischen Grundlagen hören, sondern die ganzen Sachen auch programmieren müssen und implementieren müssen, sodass Sie dafür die Praxis gut vorbereitet sind. Wir haben natürlich eine große Praxisphase gegen Ende des Studiums, wo Sie Ihr Praktikum absolvieren müssen und natürlich die Bachelorarbeit, die in der Regel auch in Industriekooperationen geschrieben wird. Ja, ansonsten haben Sie in den einzelnen Modulen immer wieder Projekte, die absolviert werden müssen, sodass die Praxisanteile hier doch sehr stark ausgeprägt sind. Welche Interessen und Fähigkeiten muss ich mitbringen, wenn ich diesen Studiengang studieren möchte? Ja, da es sich um einen Informatikstudiengang handelt, sollten Sie Interesse an Technik haben und insbesondere eine profunde mathematische Grundausbildung, weil sie das ganze Studium hindurch begleiten wird. Wenn Sie schon ein bisschen programmieren können, schadet das mit Sicherheit auch nicht. Aber ich denke, insbesondere die fundierte mathematische Ausbildung ist eine wichtige Grundlage, die Sie mitbringen sollten, damit das von Anfang an auch zügig klappt. Welche beruflichen Möglichkeiten erschließen sich mir nach meinem Studium? Da sind Sie mit der Wirtschaftsinformatik relativ breit aufgestellt. Eigentlich alle großen und mittelständischen Unternehmen suchen zurzeit Wirtschaftsinformatiker. Sie können dann im Bereich der Prozessoptimierung gehen, Sie können in den Bereich der Implementierung gehen, Sie können E-Commerce machen. Da sind Ihnen eigentlich alle Türen hinterher geöffnet. Projektleitung, IT-Service Management, das sind ja auch Schwerpunkte, die Sie bei uns im Studium dann lernen. Das sind alles Aufgaben, die Sie in der Wirtschaft hinterher wahrnehmen können und Leute mit dem Profil werden eigentlich von allen Unternehmen weltweit im Moment gesucht, sodass sie da später keine Probleme haben sollten, einen entsprechenden Job zu finden. Sollte ich einen Master aufsatteln, wenn ich beruflich erfolgreich sein will? Und wenn ja, welchen? Also meine Empfehlung wäre immer für einen Master. Selbstverständlich ist der Bachelor auch berufsqualifizierend, aber wir sehen schon, dass im Master nochmal zusätzliche Fähigkeiten gelernt werden, die der Industrie auch wichtig sind. Das beschreiben wir immer so sehr mit dem oder überschreiben wir immer mit dem Begriff wissenschaftliches Arbeiten. Das ist aber nicht nur wichtig, wenn Sie an eine Uni-Karriere denken oder als Wissenschaftler später tätig sein wollen, sondern Dinge aus dem wissenschaftlichen Arbeiten, die Sie mit uns dann im Master lernen würden, sind auch wichtig für Analysen, die Sie später in Projekten machen müssen oder Entscheidungen, die Sie später in Projekten fällen müssen. Von daher würde ich immer zu einem Master raten, insbesondere wenn Sie später in Richtung Führungsaufgaben und Projektverantwortung unterwegs sein möchten. Ja, und anbieten wird sich dann natürlich dann ein Master im Bereich Informatik. Wir bieten an der HRW natürlich einen entsprechenden Master an, dann auch mit einer Vertiefung im Bereich Wirtschaftsinformatik. Ansonsten können Sie natürlich auch an andere Hochschulen wechseln und da entsprechende Masterprogramme machen. Herr Jansen, herzlichen Dank für das tolle Interview und dass Sie sich den 5 Fragen gestellt haben. Wer noch mehr Fragen hat, der darf sich gerne an uns wenden. Wir freuen uns auf Sie.